Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Aus gegebenem Anlass habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie ein Leben aussieht mit einem Hund, der gerade im Fellwechsel ist, beziehungsweise wie eine Wohnung aussieht mit einem Hund, der gerade im Fellwechsel ist. Ich möchte hinzufügen, es ist jetzt 9.25 Uhr am Morgen und ich habe gestern um 17.30 Uhr ungefähr gestaubsaugt. Das ist der Weg zum Körbchen. Das Körbchen habe ich jetzt gerade schon rausgeräumt. Da waren dann solche Brocken drin. Wie gesagt, 17.30 Uhr bis jetzt 9.30 Uhr circa. Und jetzt gebe ich hier erstmal Gas, Staubsauge und dann geht es mit dem Kescher weiter. So sieht das Ganze jetzt aus, nachdem ich hier mal gründlich gestaubsaugt und gekerchert habe. Ich habe gerade überlegt, das ist ja auch schon wieder irgendwie Werbung, mit dem Dampfreiniger. Jetzt liegt hier noch der Staubi, weil ich mache das immer so, dass ich erst staubsauge. Da sind noch die Hundesachen. Dann wische ich oder dampfe ich. Und dann staubsauge ich nochmal. Und so sieht es jetzt gerade aus. Und ich bin gerade ganz zufrieden. Und mal gucken, was mein Hund so macht. Da sind schon mal seine Kuscheltiere oder ihre. Kommst du mal? Hier, komm her. Ach, da hinten ist sie. Seht ihr sie? Mal ran so. Komm, wir gehen Gassi. Gassi lassen wir uns nicht zweimal sagen, gell? Ja, ich glaube, mein Hund denkt, er heißt Gassi. Sie heißt Gassi. Wo ist er? Die kann den Staubi nicht leiden. Jetzt kommt meine Freundin und jetzt habe ich fertig und jetzt gehe ich Gassi. Macht's gut.